Servus und Moin. Und willkommen zurück bei Station Hilflos. Woche 2 des Kartenkönigs NFL Edition Score. Woche 1, ihr habt es gesehen. Wir ich hab schon ordentlich gescored. Oh, das war clever. Hast du das vorbereitet? Nein. Tatsächlich war das erste Video ziemlich heftig. Kaichi geht mit 23 Punkten aus der Runde, was im Verhältnis wahrscheinlich nicht mehr aufzuholen sein wird. Denn er hat schon 3 von durchschnittlich 4 Autogrammen gezogen. Oh weh. Und eine Karte mit Nummer 10 und eine Veteran-Auto. Ja, es ist wahrscheinlich, der Arsch ist ab. Ja, aber wir sind jetzt schon richtig zufrieden und wir haben noch die Hälfte jetzt vor das uns. Stimmt. Deswegen, aber ich wünsche dir trotzdem viel, viel Glück. Und solltest du mich noch überholen, dann war das ein unfassbares geiles. Das ist jetzt als Quintessenz. Wenn ich noch gewinne, dann muss das eine ziemlich gute Box gewesen sein. Und dann ist es auch völlig in Ordnung. So, gucken wir mal. Haben wir irgendwas vergessen? Nein. Doch, wir haben was vergessen. Wir wollten einen kleinen Nachreich machen. Wir haben ja auch, ich habe ja auch hier einen Anthony Johnson gezogen. Anthony, wer kennt ihn nicht? 31 von 35. Ja. Undrafted Free Agent unterschrieben hat er nun bei Tampa Bay Buccaneers. Das wollten wir einmal nachreichen für euch als kleines Service. Als Community Service. Wir fangen an mit Kevin Byard, Bradley Chubb, John Brown, Jared Cook, Tyler Eifert, Kiki Kuti, Denzel Ward, Andrew Luck, Jabron Peppers. Ich habe übrigens irgendwie das Gefühl, dass da viel mehr AFC als NFC-Spieler drin sind. Ja. Aber Carson Wentz, Big Ben Roethlisberger, Landon Collins, Jordan Howard, Kiko Alonso, Kiko. Chris Thompson, Sonny Michel, Fletcher Cox. Schöne Karte. Eine nice Karte gekriegt. Ja. Ja. Michael Thomas, Aaron Donald, CMC. Run CMC, Chandler Jones, Madrian, Gerald McCoy, Kyler Fackrell. Ich hätte auch immer Spieler so dazwischen, wo ich dachte so, wow, so, das war nie von dir gehört. Einfach drüber weggehen, versuchen möglichst gut vorzulesen. Yeah. So, die Scorecard ist Chris Carson, Running Back. Dann haben wir wieder eine Throwback-Card von Aaron Donald. Da hatten wir erst Antonio Brown, glaube ich. Die gefällt mir auch richtig gut. Michael Thomas, Celebrations, Nuke Hopkins. Ja, Mensch, das passt schon. Nick Bosa. Geil. Ja, kommt ich hab halt gar nichts. O'Shane Simmons. Ich hab's erst noch gelesen. Er ist der erste Spieler in der NFL, dessen Nachname mit X beginnt. Oh, echt? Ja. Tracy McSorley, Darius Slayton, Daniel Jones. Really? Ja. Oh, von denen hätte ich ja gerne Autogramm gehabt. Garona Minshew, das ist the second. Marquise Brown? Ah, den wollten wir holen, ne? Oder haben sie aber nicht. Terry Godwin the second and LJ Scott. Mensch! Jo, ich hab null. Boah, ich glaube, das war... Ich glaube, das Verhältnis war echt heftig. Ich verstehe mal. Wir machen weiter. Derwin James, Blake Bortles, Spencer Ware, Janine Gakul, null hat die. Ja, ja. Michael Crabtree, Tyron Williams, CJ Uzoma. Ich glaube, ich habe die Buyback-Karte hier drin. Die bringt nur leider nichts. Sean Lee, Cordarrelle Patterson, Ezekiel Ansah, DeMarcus Lawrence, da ist das ein arroganter Wichs. Tia Riddick, TJ Watt, LeGarrette Blount, Josh Allen, Eddie Jackson. Unverschämt. Demonte Kazi, Corey Littleton, Danielle Hunter, Josh Bynes, Blake Martinez, Adam Humphries, Jack Doyle und da ist auch schon die Buyback-Karte. Predator Tim Harris, Outside Linebacker. Oh, die sieht aber ganz schick aus. Ja, die ist halt echt von früher, 1989. Ah, und hat hier jetzt dann halt das aufgedruckt bekommen. Ah, okay. Bringt nur keinen Punkt. Nee, ja, aber es ist Eric Kendricks, Linebacker mit seiner. Also, hier haben wir erstmal noch die ganzen Base Cards. Ja, bitte dort hinüber. Eric Kendricks, das sagte ich schon.
Dann haben wir Marcus Mariota. Ich muss einmal zum Verständnis. Ja. Aber die Karte ist jetzt nicht... Doch, die ist aus 1989. Da steht da unten noch. Alter. Und Buyback heißt auch, dass die dann Score bzw. Panini zurückgekauft haben von irgendwelchen Besitzern? Nee, das weiß ich nicht. Aber es gab halt früher auch schon die ganzen... Das ganze Design, wie du hier siehst, ja, ist das aus 1989. Ja. Und das ist halt eine echte aus 1989. Ist ganz cool. Finde ich ziemlich geil. Cool. Oh. Machen wir mal weiter. Wo kommt die hier hin? Keine Ahnung, was du da gemacht hast. Ich auch nicht. Da. Alejandro Villanueva, All Hands Team. Sean Lee, Captains. Philip Lindsay Celebration. Und das war's dann auch schon wieder. Ich krieg wieder keinen Punkt. Super. Jacoby Myers, Jalen Hurts. Brian Finley, Jack Browning, Christian Wilkins, Josh. Naja, leck mich am Arsch. Mega nervig. Ja. Oh, das wird eine super Woche. Weißt du, Kartenkönig, das ist auch. Das ist auch eine Fähigkeit. Ne? Die hattest du noch nicht so oft. AJ Green, Daniel Richard, Wayne Brown, Keenan Allen, Jabal Chart, Sammy Watkins, Calais Campbell, Philip Lindsay, Terrell Suggs, Zay Jones, Tariq Cohen, Robert Foster, Robbie Anderson, Marvin Jones Jr., Ezekiel Elliott, Kenny Golladay, Antonio Brown, Tre'Quan Smith, den haben wir als Unterschrift, Kashi, Bobby Wagner, DJ Moore, Pierre Garçon, Devonta Freeman, Brandon Cooks. Oh, da habe ich schon was gesehen. Ich fürchte nichts besonders Gutes. Dalvin Cook, Chad Williams. Oh, da. Gold Zone. Cordarrelle Patterson, Wide Receiver 5/50. Ja, guck mal. 50, unter 50 schätzt du 2 Punkte bekommst. So bekommst du. Wow, ist das 1 Punkt. Okay. Josh Rose. Josh Jacobs. Vielleicht muss man da übrigens mal unter 101 und unter 100. Ja. Dann Marcus Mariota habe ich noch. Und dann kommen Calvin Harmon, JJ Arcia Whiteside, Hunter Renfrow, Drew Locke, Eric Dungy, Zach Allen, Devin White, David Bluff und Chauncey Gardner-Johnson. Chauncey Gardner-Johnson. Und David Silas, der fünfte, oder? Was ist das für ein komisches? Ja. Sieht irgendwie gar nicht so aus wie. Nein. Stimmt. Echt bemerkenswert. Jetzt hast du die hier rübergebracht. Ach so. Oops. Oops, AJ Bouye, Todd Davis, Alex Collins, Melvin Ingram, Jesse Bates, Mark Willey. Boot aus. Ob du das schaffst, in unterhalb von 10 Sekunden alle Dings durchzuziehen. Seth Roberts, Brian Arakpo, Zach Ertz, Tremaine Edmonds, Evan Engram, Matt Milano, Tyron Smith, Brock Osweiler, Amari Cooper, Albert Wilson, Tevin Coleman, Buddha Baker, Latavius Murray, Josh Rosen, Aaron Rodgers, Buddha Baker, James Winston, Frank Clark, Mario Addison, Kyle Juszczyk und da haben wir bis 35, Eric Hendricks, ach ja, den haben wir drei Facetten. Und was ist er? Bis 35. Ey, noch eine limitierte, das ist doch... Das ist doch der Wahnsinn. Ist das zu erwarten gewesen, dass wir jetzt doch suchen? Ich hab da keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Es 2 Punkte aber für dich. Ja, super. Im letzten kommt ja gleich noch die Platte. Ne? Nice. Baker Mayfield Score. Julio Jones. Dwayne Haskins. Fantasy Stars, Christian McCaffrey, tja, was war's denn noch hier? DeAndre Baker, Andy Isabella, Alex Barnes, Andy Isabella, Devin Singletary, Nick Bosa, Rodney Anderson, Trevon Mullen, Antonio Wesley, Devin Bush und Hakeem Butler. So, das heißt, in der letzten müsste jetzt eigentlich noch die Unterschrift drin sein. Ja. Wahrscheinlich sind da nur Punkte drin. Oh, wei. Ich glaube, das sind Punkte. Mike Williams, Jadeveon Clowney, Tyler Boyd, Marshawn Lynch, Jonnu Smith, Melvin Gordon, Adam Vinatieri, Tyreek Hill, Danny Trevon, Arsch,
Joe Hayden, Mitchell Arsch, Chris Avery Arsch, Adrian Arsch, Gerard Arsch. Also du sprichst die Coach-Spieler richtig aus. Mach ich aber nicht. Kommt keiner mehr. Ja, das sind Punkte. Und auch noch die wenigsten, die es gibt. Ernsthaft? Ja. Was bedeuten denn diese Punkte? Das musst du ja, die sind so ungefähr 1 Euro wert oder so. Die kann man jetzt, wenn ihr diesen Code hier einscannt, dann kriegt ihr da bei Panini 2 Euro. Vielen Dank. Brandon Cooks, Shaquan Barkley, Brian Burns und diese anderen ganzen Idioten. Okay. Du musst es jetzt aber im Gesamten sehen. Du musst die Box jetzt im Gesamten beurteilen. Zweite Hälfte war schon ein bisschen schlechter. Also wir hatten nur 2 limitierte daraus. Schön wäre natürlich jetzt noch gewesen, wenn die Punkte keine Punkte gewesen wären, sondern auch noch ein Autogramm. Wie würdest du den jetzt aber insgesamt bewerten? Du musst kurz deinen negativen... Nein, kann ich nicht. Ich bin mega angepisst. Mega angepisst, okay? Mega angepisst von dieser Scheiße. So. Und so ist das jetzt mal. Das geht, schlechter hätte ja meine Runde gar nicht laufen können. Schlechter ging es quasi nicht. Und ich finde das mit den Punkten ist so kacke. Ich hasse diese Punkte. Ja, das ist bisher immer an uns vorbeigegangen, jetzt nicht. Und ja, gut, ich habe exakt nichts gezogen. So könnte man das sagen. Ja. Machen wir das jetzt mit dem Grün? Wie geht das am schnellsten so? Das geht so schon mal gar nicht. Insgesamt trotzdem eine richtig geile Box. Ich glaube, ich krümme mich am besten selber. Das ist vielleicht ist das am besten, wenn ich mich selber krümme. Ich kram die. Wir sind eingestaubt, ist sie. Ja, haben wir schon lange nicht gespielt, ja. Wie ein richtiger König das macht. Es fühlt sich so richtig an, weißt du das? Ja, also nach einem knappen 23-3 hast du sie dir auch verdient. Alter Scheiß, die waren da, ey. Wow. Ich glaube, ich bringe mich jetzt wirklich um. Ja. Nein, mach's nicht. Muss nicht. Gut, kannst du abmoderieren, bitte? Ich bin zufrieden. Ja. Und ich finde das insgesamt eine gute Box. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ausstieg mit Patrick, den Links. Tschüss.